Spezielle am Theater Eigengewächs ist wirklich, dass es so eine wahnsinnig bunte Truppe ist von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Und das macht so einen wahnsinnig guten Mix. Und wir haben da im Kanton so viel Theater- und Musical-Talent und wir haben von diesen ganzen Haufen auf dieser Bühne können versammeln. Und ich glaube, das ist das ganz Spezielle am Ganzen. Ich bin Noemi und ich spiele bei 9to5 Judy Burnley. Also mich reizt an dieser Rolle sehr, dass sie einen rechten Wandel als Figur durchmacht. Also sie fährt als eine sehr unsichere Person in diesem Büro an zu arbeiten und wandelt sich dann eben zu einer sehr starke Persönlichkeit, die sehr genau weiss, was sie will. Mein Name ist Dennis Valente und ich habe hier den Franklin Hart Jr. zu spielen. Das ist der Bürochef und er ist halt nicht immer so der Liebste. Allzu viel möchte ich mir nicht verraten. Ja, mega. Ich habe mich mega gefreut, so nach Weihnachten ins Theater Uri zu kommen. Und jetzt wird es zwar noch ein bisschen streng, aber es macht auch mega Spass und je näher es kommt, ja, wirst du ein bisschen nervöser, aber das braucht es auch. Und dann auf die Premiere ein kleines Herz klopfen und los geht's. Und ich glaube, das Gefühl von zusammen etwas erarbeiten, sich zusammen auf das Abenteuer einlassen, das schweißt extrem zusammen. Und jetzt sind wir kurz vor der Premiere, in der Endprobe und sind jetzt im Theater und jetzt kommt der Geist erst richtig noch auf und ich glaube, da hat man nachher schon irgendwie das Gefühl, man sei in einer Seilschaft und hat sich aneinander geknüpft und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ich heiße Sina und ich bin Mitglied vom Ensemble und spiele noch eine kleine Rolle und zwar ist das Missy Hart. Ein Spektakel aus wahnsinnig tollen Ensemble, Gesangsstück und witzigem Schauspiel und spektakulären Choreografien. Ich glaube, das ist das, was die Leute mitreissen wird. Ich glaube, es ist, wenn wir jetzt auch schon mehrfach in der Presse können lesen, ist es jetzt zum ersten Mal, dass wir uns jetzt wieder an ein komödiantisches Stück anwagen. Die letzten drei Produktionen waren eher auf der emotionalen Ebene. Und jetzt einmal haben wir ganz klar so ein Feel-Good-Musical mit viel Tanz, so, also mehr als in anderen Jahren, mit viel Show-Element. Und ich glaube, also, das ist sehr speziell. Und da hat die Musik einfach eine gewaltige Kraft. Es ist sehr poppig, es ist sehr funky und also da geht richtig Post ab, weil es soll ja die Leute förmlich aus den Sitzen lipfen. Ich hoffe, dass das dann auch passiert, wenn die Leute kommen schauen, dass sie sich ländlich begeistern. Von viel Schwung, viel Tempo, viel komödiantischem Talent und einer sehr, glaube ich, poppigen Visualisierung von diesem Stück, das eigentlich so in den 80er Jahren spielt. So ein bisschen in den 80s angesiedelt ist, aber wir können uns da unsere Freiheiten rausnehmen und machen aber visuell hoffentlich ein kleines Spektakel. Ich hoffe, dass wir die einen oder anderen ein bisschen mit dieser Visualisierung überraschen können.